Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. So, wir wollen erstmal in Cromwells Haus. Keine große Herausforderung. Ein Der Tod erwartet Aufbold. euch, aber Oh. nicht mich. Ihr solltet es in Erwägung ziehen. Ihr wisst selbst, dass es in eurem eigenen, ureigenen Interesse liegt. Ich habe euch gesagt, dass ich kein Interesse daran habe, bei der Gilde zu hintergehen. Ich glaube eure Lügen nicht. Ich habe die Berichte gehört. Schwache Geschichten einzig zu dem Zweck erzählt, euch zum Bleiben in einer sterbenden Organisation zu verlassen. Warum fürchten Sie den Wettbewerb, weil Sie schwach sind? Nein, wir haben ein paar Mitglieder verloren, aber ich habe gehört, dass viele nicht freiwillig gegangen sind. Unsinn, sie waren immer schon so frei in ihren Entscheidungen wie ihr jetzt. Wie ihr jetzt. Ich bin das Raubtier, das mitten unter euch lebt. Wie ihr jetzt sagt, ist das nicht entschieden. Besser, wem wollt ihr jetzt folgen? Ja, ich weiß es. Ich sehe doch, wie ihr da hinten herumschleicht. Besser, ihr geht eure Wege. Es macht keinen Sinn, für solch banale Sachen sein Leben aufs Spiel zu setzen. Ah, ich kenne euch. Es ist euer Ende, wenn ihr zu gegebener Zeit die Auswahl nicht besteht. Wir werden die Stärkste aller Gilden sein und ihr werdet ihr dienen. Denkt an meine Worte. Sie hat übrigens seinen Namen, ist mir gerade aufgefallen. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg Freut von mich, euch zu Herzen sehen. Zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Ja, Keton. Hey, du das Schätzchen, mein Name ist Althea. Kann ich irgendwas für euch tun? Ich würde euch ein paar Fragen stellen, wenn es möglich ist. Oh, wenn ihr das von mir wollt, meine Fürstin, habe ich nichts dagegen. Ich habe gehört, dass ich hier im Hafen überall Diebe herumtreiben soll. Was wisst ihr davon? Ich weiß nur wenig von den Dieben, meine Fürstin. Sie sind überall in dem Viertel und die anderen Frauen sagen, dass man nie für Maver arbeiten sollte, wenn einem das Leben lieb ist. Ihr scheint meine Frau besser entstanden zu sein, Althea. Wie kommt es, dass ihr euch auf der Straße durchschlagen müsst? Ist das so offensichtlich? Ich habe so etwas noch nie getan. Ich schäme mich ja so, aber mein Vater ist tot und meine Mutter kann uns nicht ernähren. Ich muss etwas tun. Nun dann, Kindchen, nehmt diese 50 Goldmünzen. Ich kann es mir leisten und ich denke, es wird euch zumindest einige Zeit lang über die Runden helfen. Was? Oh, ihr seid so gütig, werte Dame. Der Tante möge euch segnen. Mutter wird so glücklich sein. Oh, ich danke euch, ich danke euch. Ich danke euch. Was immer ihr wünscht. Gut, tun wir mal wieder was Gutes. Weil wir sind ja eigentlich ein... Ach, stimmt ja, wir sind ja neutral. Gute Priesterin. Eigentlich... Ja, deswegen frage ich mich gerade, warum wir eigentlich dann Latander helfen und nicht Helm. Ach nee, halt, wir sind ja gut. Es geht ja in dem Fall also bei dem Priesterquest, in der Priesterquest, also das mit dem blinden Betrachter und der Folgequest, die wir gerade machen, ist es abhängig davon, was unser hinterer Teil der Gesinnung ist, ob wir Latander, Helm oder... Ach, wie heißt er nochmal? Der Sturmgott. Talos. Die Aufgabe von demjenigen, von einem von diesen drei Kriegen. Und zwar gut ist dann Latander, neutral ist Helm und böse wäre Talos. Und da wir gut sind, hatten wir halt Latander. So, jetzt wollen wir hier runter. Und hier drüben rein, weil wir haben Drachenschuppen. Dumm-di-dumm-di-dei.
Hey, bitte. Es ist dunkel und spät und ich bin so müde. Können wir nicht irgendwo anhalten und für eine Weile rasten? Ja, Eri ist müde wegen dem Genesungszauber. Es ist doch nur ein bisschen dunkel, Eri. Es gibt nichts, wovor man sich fürchten muss. Ja, sicher, aber erst ein bisschen später. Wir müssen erst noch was erledigen. Sicher, wir schlagen sofort ein Nachtlager auf. Blödsinn, Eri. Ich werde es nicht zulassen, dass wir wegen eurer dummen Anwandlungen Zeit verlieren. Es gibt nichts, von dem man sich fürchten muss. Ich habe keine Angst, ich bin nur müde. Vielleicht habe ich mich auch noch nicht daran gewöhnt, in der Nacht zu reisen. Gut, auch egal, es wird schon gehen. Hm. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ich brauche einen Schluck starkes Zwergenbier. Ja, besitze ich irgendetwas, aus dem ihr einen Gegenstand spielen könntet? Hm. Ich kann euch nicht genau sagen, darf ich einen Blick auf eure Ausrüstung werfen? Nur ein bisschen herumstöbern, dann weiß ich mehr, ja? Was ist denn das? Die Schuppe in der Bestie, oder? Ja, ihr habt die Schuppen eines Schattendrachen gesammelt. Beim Seelenspiel, was für ein Anblick. Daraus könnte ich eine wunderschöne Rüstung machen, wenn ihr wollt. Was würde mich das kosten? Zunächst einmal 5000 Goldmünzen für die Arbeit und kein Heller weniger. Und weil mein Lehrling nicht da ist, kostet es euch noch Zeit. Einen vollen Tag, denn ich brauche jemanden, der mir in der Schmiede hilft und das Feuer anheizt. Dann an die Arbeit. Wie ihr wünscht, bei solchem Auftrag fangen wir besser gleich an. Keine unnötige Zeit vergeuden, nicht wahr? Machen wir uns ans Werk. Ja, wir machen jetzt gerade eine der besten Rüstungen im Spiel. Und Geld haben wir eh genug, dann können wir uns das auch leisten. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Nur ich denke, wir sind soweit gezockt, oder nicht? Wenn ihr mal was findet, wisst ihr jetzt, wo ihr es hinbringen müsst, nicht wahr? So, die Schuppen... Ja, die Schuppenrüstung heißt Schattendrachen. Die Rüstung besteht aus den geschickt miteinander verbundenen Schuppen eines Schattendrachen. Die Rüstung ist sehr praktisch, aber auch gleichzeitig elegant. Durch die verwendeten Schuppen bietet sie den Träger auch Schutz gegen Säure. Säureresistenz, Rüstungsklasse 1 und kann nur vom Magier nicht verwendet werden und wiegt nur 10. Das heißt, der Ankeckpanzer, der auch nur Rüstungsklasse 1 hat, hätte bei ihr zum Beispiel ausgedient. Bei ihr würde es schlechter werden. Ja, das Problem bei Minsk ist, dass er schon was, noch was anderes trägt. Keldon würde es schlechter machen. Ihm würde es besser machen. Weil das Geschenk der Nacht Rüstungsklasse 3 hat, allerdings fallen dann die Diebesboni weg und sie kann ihn halt nicht tragen, weil dadurch ihre Zauber deaktiviert werden, also müssen wir so damit leben. Also kriegst du das Ding und Minsk trägt mal den Panzer mit sich rum. So sind wir auch wirklich ein bisschen gewichtlos geworden. Ja, das Zeug hier müssen wir doch verkaufen. Das heißt, sie kann auch die Tränke wieder haben. Ja. Und wir können ihn mal fragen, ob wir noch was haben. Weiß ich mehr. Hey, was haben wir denn hier? Ihr besitzt eine Rolle mit dem wahren Namen des Donnerhammers Comfire. Wenn ihr jetzt noch einen Blitzstrahlhammer, die Ogerkrafthandschuhe und einen Gürtel der Frostriesenstärke hättet, dann könnte ich sie miteinander kombinieren und zusammenschmieden. Aber ihr habt leider nicht, also kann ich euch nicht helfen. Solltet ihr die Rolle und alle drei Gegenstände beisammen haben, gebt sie nicht aus der Hand. Komm, Feier, ist es wert, glaubt mir. Lass mir das schauen, was ihr sonst noch im Gepäck habt. Hey, ist das eine Art Schwert, nicht wahr? Lass mal sehen. Hm, ein recht schöner Edelstein für einen Schwertgriff, aber ohne Heft und Klinge. Daraus kann ich euch keine Waffe schmieden. Schade eigentlich. Nun, was habt ihr denn sonst noch so dabei, hm? Hm, was ist das hier? Ein Teil des Bogens. Sieht aus wie eine von Gesins Arbeiten. Ach, das hier sieht ganz nach einem Schaft von Gesin im großen Bogenmacher aus. Was euch aber fehlt, ist eine von Gesins Sehnen. Findet sie und ich kann euch diesen Bogen wieder zusammensetzen. Ich werde weiterschauen, mal sehen. Hm. Nee, ich kann beim besten wenigstens mehr entdecken. Was in deiner Schmiede noch versucht zu sein könnte. Vielleicht ein anderes Mal, man weiß ja nie. Ja, fragt mich, ne? Gut, wir haben aber die Drachenrüstung. Wenn es das ist, was ihr wollt.
Oh, die da steht uns leider im Weg. So. Das heißt, wir sind die Drachenschuppen los. Wir haben noch die beiden Sachen. Ich frage mich gerade, wo wir eigentlich die silbernen Pantalons herkriegen. Das habe ich nämlich irgendwie eben nie richtig verfolgt. Ich habe die goldenen Pantalons nämlich in meinem Privatspiel immer abgelehnt, weil ich nicht so unehrlich sein konnte. Was ist das eigentlich? Ein Feuerschutzring? Ah ja. Feuerschutz haben wir eigentlich auch ziemlich gut. Drachentöter, der macht auch Schaden. Doppelter Schaden gegen Drachen. Ist immun gegen Feucht regeneriert. Eine 10 Runden, ein Trefferpunkt. Ja, ETW. Und so weiter. Ja, Zauberstäbe noch verkaufen. Oh, das könnten wir identifizieren. Sind Bolzen plus 2, also Schrott. Edelsteine. Halsketten oder Ringe, die verkauft werden können, haben wir aber nicht zufällig noch irgendwo alle. Nee. Gut, Halskette des Talos, die geben wir jetzt hier ab in der Gilde. Und da gucken wir gleich mal, wie sehr uns anspringt. Und ob uns erstmal noch friedlich gehen lässt. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte eine kleine Rast einlegen? Was ist eigentlich mit dir? Gnadewerte Dame, Gnade, ich bitte euch. Sei still, Talisama ist bei Gefangenenruhe, das geht euch nichts an. Aber Meister Meva, es liegt schon ein Jahrzehnt zurück. Schweig, Kabuso, möchtet ihr noch einmal den Tisch besuchen? Nein, ich werde schweigen, Meister. Okay. Ich warte, was möchtet ihr? Also, Meva. Endlich seid ihr zurück. Ich werde meinen Befehl, euch zu töten, zurückziehen. Ihr habt einige Fähigkeiten, die uns nützlich sein können. Lasst mich einen Blick auf das Amulett werfen. Ja, sehr freundlich. Es ist mir ein Rätsel, wie sie mit einem Servierteller um den Hals überhaupt laufen können. Ich werde es zu dem anderen Müll legen, der nach Kalimshan geht. Sie bevorzugen dort große Schmuckstücke, habe ich gehört. So, jetzt wollen wir wirklich zur Arbeit übergehen. Ich habe keine Zeit, mich mit euch herumzuschlagen, aber meine rechte Hand wird euch beschäftigen, bis ihr für mich persönlich arbeiten könnt. Sein Name ist Edwin. Verdammt gut im Aussprechen von Verwünschungen und Zaubersprüchen, aber er liebt den Luxus, passiert normalerweise Abenteuer, die das Unterwegssein hassen. Er ist im zweiten Stock über uns, geht schon. Oh, nee. Nach Datum. Ich habe mir was Auftrag erfüllt und er scheint zumindest für den Moment wieder zufrieden zu sein. Er hat mir gesagt, ich soll mit einem Assistenten, Edwin, sprechen, der sich im zweiten Stock der Gilde aufhält. Ja. Ja, mit Gorts Hilfe, zur Tarnung der Gilde, die den Namen beteiligt, ist es mir gelungen, Einlass in die Gilde von Meva zu finden. Im hinteren Reich der Daten befindet sich eine Tür, die in die eigentliche Gilde führt. So weit, so gut. Ja, erzählt mir mehr davon. Oh, wir Talisa ist jetzt mittlerweile auch müde. Das heißt, wir werden... Keine große Herausforderung. Ich will mal versuchen, ob wir hier im Hafenviertel irgendeiner dunklen Gasse pennen können oder ob uns die Absoldaten hier aufschrecken. Nö. Das ging sogar. Aber ja, Hira ist weg.
Der Seemann sieht ein bisschen dunkel aus. Den lassen wir aber in Ruhe. Der Hira ist weg und ja, ich habe gespickelt. Was wir doch mal machen müssen, um diese Quest zu triggern. Söldner. Noch mehr Söldner.